Hallo Leute, willkommen zu Tomb Raider Underworld. Hier mal ganz ohne Intro, wie ich hier sehe. Ich freue mich schon drauf, denn wir haben ja eine Geschichte fortzusetzen, nämlich die Geschichte von Tomb Raider Legend. Die geht angeblich in diesem Spiel weiter. Ich gehe mal kurz auf die Optionen. Ja. Ich würde das mal so lassen. Kommen wir mal ganz kurz noch zu den reinen Fakten. Erschienen ist Tomb Raider Underworld im Jahr 2008. Der Publisher ist Eidos Interactive gewesen, jetzt natürlich Square Enix. Entwicklerstudio war Crystal Dynamics, deswegen ist das ja auch hier die Crystal Dynamics Reihe von den Lara Croft Spielen. Ich spiele das Ganze auf dem PC. Das Spiel ist ab 12 Jahren und die Engine ist die Crystal Engine, die wohl aber für Tomb Raider Underworld überarbeitet worden ist. Und deswegen haben wir hier die Crystal Dynamics Underworld Engine. Ja, was haben wir hier? Spiel speichern, Spiel laden, neues Spiel starten. Wollen wir da natürlich machen. Extras, ja gut. Ja, also was gibt es zu sagen? Also wir hatten ja am Ende von Legend das Thema, dass unsere liebe Amanda unsere Mutter mehr oder weniger verdammt hat, in Avalon zu sein, obwohl unsere Mutter da ja wahrscheinlich gar nicht sein wollte. Und also wir müssen natürlich jetzt unsere Mutter befreien. Ob Amanda in diesem Spiel nochmal eine Rolle spielt, wer weiß. Sie war ja schon sehr, sehr dämonisch drauf. Und wie üblich ist die Musik hier in dem Starscream etwas heroisch aufgemacht. Doch ein Intro. Tomb Raider Underworld. Wie genial ist das denn gemacht? Ich meine, allein bei diesem Intro drängen sich einem jetzt natürlich wieder mal eine Million Fragen auf. Ich dachte zuerst, warum brennt Croft Manor? Aber die Frage ist, warum sprengt Lara es in die Luft? Hä? Ich bin hin und weg. Also hin und weg. Und ich würde sagen, ich labe jetzt auch gar nicht mehr rum. Die Geschichte von Legend habt ihr hoffentlich noch einigermaßen parat. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Spielstatus, Hobbyforscher, Überlebenskünstler, Tomb Raider. Was will ich denn hier mal sein? Also Überlebenskünstler, das klingt nach zu schwer. Ich mache Hobbyforscher, denn uns interessiert ja hauptsächlich die Story. Schon wieder!
Tomb Raider Underworld. Was bisher bei Tomb Raider geschah. Eine Videosammlung von Schlüsselszenen aus vorangegangenen Spielen befindet sich im Hauptmenü. Wählen Sie Extras und dann Videos. Wählen Sie dann bisher. Mhm. Und meine Framerate stürzt gerade mächtig ein, Leute. Die bricht gerade mächtig zusammen. Und jetzt ist sie wieder oben auf. Hm. Okay, Leute, wir sind hier mitten im Spiel. Kleinen Moment. Extras. Oh, ist aber auch ein cooles Menü. Videos. Bisher. Schauen wir uns kurz an. Ah, das sieht sehr nach Tomb Raider Legend an. Okay. Teaser-Trailer. Oh, cool. Schauen wir uns mal kurz das hier an. Video zu spielen müssen Sie was momentan. Ja. Ja, mach. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Nein, zurück! Was ist passiert, Mutter? Oh, Gott. Was ist das? Oh Gott! Darf ich vorstellen, Jacqueline Nadler, Präsident. Das waren Sie? Sie waren die Königin von Atlantis? Ja. Ich kann nicht sterben, Narren. Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Amanda! Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Bring jetzt endlich Licht in die Sache, oder ich töte dich hier auf der Stelle. Hab ich gesagt? Wo ist meine Mutter? In Avalon. Sie ist nicht tot. Spannend, Leute. Da waren nicht nur Szenen aus Legend, sondern auch Szenen aus Anniversary. Da war die Nadla. Also nochmal, neues Spiel. Jetzt geht's aber wirklich los. Ja, mach. Mach. Na. Ich bin gespannt. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Ich weiß nicht, warum ausgerechnet bei diesem Ladescreen meine Framerate einbricht. Scheinbar lädt er da ziemlich heftig im Hintergrund. Wahrscheinlich kürze ich den Screen auch, damit es nicht so lang dauert für euch. Clock, habe ich gehört. Und jetzt? Ah. Mein Gott. Okay. Sind wir hier in Croft Manor oder wo sind wir? Auf jeden Fall hat unsere Lara einen schicken Forscheranzug an. Ah. Okay. Cool. Cooler Anfang auf jeden Fall. Drücken Sie A, um zu springen und sich festzuhalten. Ja. Das sind Bewegungen, die man natürlich jetzt schon kennt. Sicherungskasten. Ach, ein Hebel. Oh. Okay. B, um sich zu ducken. Das ist Croft Manor, Leute. Das ist Croft Manor. Aber wir haben doch gesehen, dass Lara sich, Lara selbst noch Croft Manor in die Luft gesprengt hat. Moment, okay. Drücken Sie X um einen Haken an den Ringe. Wo sind die? Ah, ist das hier. Boom. Drücken Sie Y und Haken zu ziehen, habe ich schon. Oh, mit Y kann sie auch treten. Das ist neu.
drücke ich sie nach oben, um den Medipack zu benutzen. Muss ich hoffentlich nicht. So, ich nehme an, ich muss mich hier irgendwo hinhangeln, oder? Muss ich nicht, ja genau. Ich dachte, vielleicht kann ich die Kiste da ziehen. Nee. Ich versuche mich mal hier hinzuhangeln. Ah, tatsächlich. Drücke sie A, um nach oben zu springen und sich festzuhalten. Ah, okay. Drücken Sie Y, wenn wir es um schneller zu klettern. Drücken Sie B, um loszulassen. Bewegen Sie sich und drücken Sie A, um in eine Richtung zu springen. Ah, nein, nach hinten. Okay, bin drüben. Y, bewegt die Objekte zu packen und loszulassen. Wow. Das geht hier ja aber mal heftig los. Hallo? Drin? Bewegen Sie sich. Okay. Das war mal richtig. What? Okay, wir sind oben. Auf der Galerie über Croft Manor, also in Croft Manor. Das ist natürlich die Frage, wo ich hin muss. Wahrscheinlich raus, oder? Oh. Durchlässigen Sie mit X den Haken. Drücken Sie A, um zu springen. Bewegen Sie sich, um zu schwingen. So. Muss ich jetzt auf die andere Seite? Oder wo muss ich ihn hin? Wahrscheinlich. Halt, Lava. Ist nicht ganz richtig. Wow, schaut mal, Croft Manor hat kein Dach mehr. Geschafft. So. Kann ich jetzt hier runter? Drücken Sie B, um den Kanten zu greifen. Jawohl. Und loslassen. Uha. Oh. Pass auf! Warten Sie! Das ist Lara! Ich weiß! Warte! Ich weiß nicht, warum in den Ladescreens die Framerate so dermaßen miserabel ist, Leute. Okay, das waren der Winston und der Zip, glaube ich, hieß er. Und der Zip hat auf uns geschossen. Übel. Richtig übel. Was ist denn hier los? Das sieht doch irgendwie nach einer Doppelgängerin aus, oder? Eine Woche zuvor. Hey Lara, was gefunden? Geduld, Zip. Ich hab doch gesagt, dass unentdeckte Inseln im Mittelmeer ziemlich selten sind. Bist du sicher, dass dieser Professor Eddington weiß, wovon er redet? Wenn er sagt, dass Vater überzeugt war, hier den Weg nach Avalon zu finden, dann glaube ich ihm. Schon. Aber es ist... wir haben darüber geredet... Du hast geredet, Alter. Lass mich aus der Sache raus. Vielleicht gibt es Avalon wirklich, aber... nur weil dir irgendeine Verrückte erzählt, dass deine Mutter noch lebt. Ich meine, ich will ja nicht herzlos erscheinen, aber die... die Vorstellung, dass deine Mutter in irgendeiner keltischen Unterwelt lebt, ist irgendwie krank, findest du nicht? Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Mutter in irgendeinem mythischen Paradies hochfällt, Alistair. Was ich will, ist die Wahrheit, egal wie sie aussieht. Ich rufe dich später an. Der Weg nach Avalon. Tagebucheintrag freigeschaltet. Okay. Ah, okay. Das ist noch so wie im früheren Spiel, ist zumindest von der Bedienung her. Drücken Sie A, um Tagebucheinträge anzusehen.
Mittelmeerexpedition. Mein Vater starb bei einem tragischen Unfall auf der Suche nach Avalon, dem sagenhaften Aufenthaltsort König Artus. Ich habe nie geglaubt, dass er etwas mit dem Verschwinden meiner Mutter zu tun hatte, aber angesichts der jüngsten Ereignisse bin ich mir dann nicht mehr so sicher. Professor Eddington kannte die Koordinaten, an denen Vater seine Suche fortsetzen würde, aber er wusste nicht, wie er sie bestimmt hatte, geschweige denn, ob es dort irgendeine Ruine gab. Das muss ich selbst herausfinden. Aha, Sonarkarte, uha. Holla! Gebietsinfo. Da haben sie aber ein bisschen aufgerüstet hier. Ein Relikt. 26 Schätze. Waffenauswahl. Oh yeah. Lala hat ein kleines Arsenal. Inventar. Rucksack. Oh, Leute. Okay. Ich würde es aber sagen. Wir sehen uns mal ein bisschen um. So Leute, ich habe mal bloß kurz die Untertitel eingemacht. Deswegen hatte ich einen Cut gemacht. Ich dachte, man könnte sich hier vielleicht auf dem Schiff noch ein bisschen näher umsehen. Nein, kann man nicht. Dann vermute ich mal, dass ich jetzt hier ins Wasser muss. Oder muss ich hier irgendwas nehmen? Nein. Oh, sie hat sie hat die Harpune auf dem Rücken. Geht das mit dem Waffenwechseln eigentlich noch so? Ja. Ja, das geht noch so wie bisher. Also in den anderen Spielen auch. Genau, das war das hier. Ja, gut. Also auf dem Schiff kann man wohl nichts mehr machen. Das heißt, ich muss wohl ins Wasser. Aber wohin muss ich denn mal? Hier ist ja weit und breit gar nichts. Oder muss ich... Achso, zu der Insel doch nicht etwa, oder? Oder muss ich das Schiff steuern? Nee, sie kommt da gar nicht rauf. Sie soll da nicht rauf. Schauen wir uns mal kurz unsere Lara an. Sie wirkt aber ein bisschen schmutzig. So Leute, ich war jetzt noch mal in den Einstellungen und habe die Grafikeinstellungen ein bisschen überarbeitet. Ja, die Frage ist, wo wir mal hin müssen. Ich werde mal versuchen, mit Lara ins Wasser zu springen. Ja, das geht. Drücken Sie... Ah, oh, und sie hat gleich... Sie hat gleich im Sprung sozusagen ihre Taucherausrüstung angelegt. B oder A? Also ich tauche mal. Oder bewegen Sie die Kamera mit der Maus, um die gewünschte Richtung zu schwimmen. Okay. Das ist wohl jetzt ein Unterwasserabenteuer. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ganz ehrlich. Oh. Aha. Warum wurde mir das da gerade angezeigt, dass da was ist? Hm. Ich hoffe nicht, dass da irgendein Hai oder so ist. Drücken Sie um die Pistole. Okay. Moment, das ist hier angezeigt. Okay. Also wir müssen nicht irgendwann auftauchen. Scheinbar können wir... Drücken Sie RT. Da ist ein Hai. Okay, sorry, Hai. Das sieht doch hier nach einer Art Gebäude aus. Ist da ein Eingang oder so? Ist das da? Da ist tatsächlich ein Eingang. Ich weiß zwar nicht, ob ich da rein muss. Drücken Sie nach links, um das Lichtsystem ein- oder auszuschalten. Ah, okay. Das ist wie bei Legend. Muss ich jetzt meinem Augenblick noch nicht. Ich nehme an, die Quallen soll ich nicht berühren. Frage ist, wo ich jetzt mal hin... Oh! Hin muss. Wahrscheinlich hier. Drücken Sie Y, um direkt da einzusammeln. Okay. Aber was mache ich jetzt mit dir?
nicht weiter. Okay, rätselhaft, Leute, rätselhaft. Muss ich da jetzt wieder nach draußen schwimmen, oder? Das ist jetzt die Frage, bin ich deswegen hier, oder? Oha, nee. Das ist irgendeine Art Lenkradstange oder so. Okay. Weiß nicht, ob ich deswegen hier bin, Leute. Das ist jetzt mein Problem. Ich weiß nicht. Moment mal. Kann ich denn hier irgendwo? Drücken Sie A, um einen Tipp für das aktuelle Rätsel einzublenden. Nein, die Lösung will ich nicht. Ja, mach mal einen Tipp. Ich muss einen Weg in diese Ruinen finden. Hab ich doch. War ich doch, bin ich doch. Oh, das sind nochmal Ruinen. Jetzt ist natürlich die Frage. Drücken Sie Back um PDA, aktivieren die Sonarkarte. Ah, jetzt kriege ich ein dieses Pling. Da ist nochmal einer. Ja, aber ich kann ja wahrscheinlich nur einen nehmen. Und was mache ich jetzt mal mit euch? Öffne, Y. Okay. Einmal. Das sind irgendwelche... Wow. Okay, das scheint... Dazu scheine ich auch nur... Nein! Oh, doch. Dazu scheine ich auch nur zwei zu brauchen, weil der obere mittlere hat kein Loch. Und jetzt. Ah, da ist schon einer drin. Muss ich da oben raus oder was muss ich jetzt hier tun? Ja gut, Leute, ich würde sagen, was genau wir hier zu tun haben, das schauen wir dann mal im nächsten Part von Tomb Raider Underworld. Also, bis dann. Ciao.